Im Nationalrat wird montags heiß debattiert. Grund dafür ist eine Sondersitzung, einberufen von den Oppositionsparteien. Und Anlass dafür wiederum ist die sogenannte Falschaussage-Causa rund um den Bundeskanzler im Zusammenhang mit seinen Aussagen beim Ibiza-Untersuchungsausschuss. Gegen den Bundeskanzler ist ja mittlerweile ein Ermittlungsverfahren im Laufen. Er ist darin als Beschuldigter geführt. Eine Anklage, die droht dem Bundeskanzler. Die Sondersitzung im Nationalrat soll hier von Seiten der Oppositionsparteien Licht ins Dunkel bringen, beziehungsweise möchte man hier, dass sich der Bundeskanzler eben vor der Volksvertretung, vor dem Parlament verantwortet. Es wird nicht nur bei dieser Sondersitzung bleiben, es ist erwartet, dass es auch zu einer dringlichen Anfrage an den Bundeskanzler kommt. Diese Anfrage wird aller Voraussicht nach eingebracht von allen Oppositionsparteien, also sowohl von den Neos der SPÖ als auch von Seiten der FPÖ. Derzeit findet gerade in den Räumlichkeiten des FPÖ-Clubs eine Besprechung, eine Art Beratschlagung statt, ob denn ein Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler oder vielleicht auch gegen den Finanzminister Gernot Blümel eingebracht werden soll. Es ist damit zu rechnen, dass das auch im Laufe dieser Sondersitzung erfolgen wird. Was jedoch nicht erwartbar ist, dass die anderen Oppositionsparteien hier mitziehen. Die Freiheitlichen dürften hier mit diesem Misstrauensantrag alleine stehen. Es wird sehr, sehr spannend, wie sich die Sache da tatsächlich um 13 Uhr gestaltet. Weiters ist erwartet eine Ministeranklage an den Finanzminister Blümel, eingebracht von allen Oppositionsparteien. Von Seiten der ÖVP schließen sich derweil die Reihen hinter dem Bundeskanzler demonstrativ. Es haben die Landeshauptleute hier die Gefolgschaft zum Kanzler weiterhin bekräftigt. Angriffe hingegen, auch das durchaus erwartbar und nicht überraschend, auf die SPÖ bzw. auch auf die Neos. Die Grünen, die zeigten sich durchaus zurückhaltend, abwartend, und auch das kommunizieren sie direkt. Sie wollen die Ermittlungen rund um den Bundeskanzler und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch weiterhin abwarten.